Hallo, hallo, geliebtes, heiliges Wesen. Ja, wir sind heute auf einem ganz wunderbaren Weg. Warum? Weil Liebe und Dankbarkeit zusammengehen. Ich glaube, das ist so die wichtigste Einstellung überhaupt, die wir auf unserem Weg nach Hause vertiefen müssen. Einfach immer wieder dankbar sein, dem Vater dankbar sein. Für das, was er ist und was wir sind. Und dass er uns einen wunderbaren Führer gegeben hat, den Heiligen Geist, den Geist der reinen Vernunft, der Liebe, der nur die Wirklichkeit sieht, die wir verleugnet haben und der uns auf den sicheren Weg wieder ins Licht nach Hause führt, in die Herrlichkeit unseres Seins. Ja, lass uns heute ganz tiefen Herzens in diese Dankbarkeit gehen. Das ist die Lektion. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Ja. Ja, für was können wir Dank sagen? Für nichts in dieser Welt. Für nichts Begrenztes. Dank sagen können wir wirklich nur für unseren Vater, für die Liebe, für die Gaben, die uns der Vater gegeben hat. Ja. Jesus erinnert mich daran, was er mir gesagt hat, wie er da, wie das in der Bibel erinnert wird, die 40 Tage in der Wüste war. Wie ist er da rausgekommen aus den Ego-Attacken, die ihn da auch sehr angegriffen haben? Er hat einfach angefangen zu danken. Egal, was er fühlte, egal, wie es scheinbar um ihn aussah, hat er einfach gesagt, danke, Vater. Danke, danke, Vater, dass du da bist. Danke, Vater, dass du mich erschaffen hast. Und er fing an, in Dankesgebete zu gehen. Und dann kam das Licht in seinen Geist. Das war praktisch seine geistige Auferstehung, diese Dankbarkeit für das, was wir sind im Vater. Und durch diese Dankbarkeit finden wir auch den Weg zurück. Danke, 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 Vater, dass du uns nicht in der Dunkelheit belassen hast, dass du einen Führer erschaffen hast, eine Stimme, die du uns gegeben hast, die Stimme unseres Heiligen Selbst. Und diese Stimme, dieser Heilige Geist, die Stimme der Liebe, der reinen Vernunft, die allein kennt den Weg. Und Jesus Christus hat alle Lektionen vom Heiligen Geist, von der Liebe gelernt. Darum ist er seine Manifestation und genauso sicher unser Führer. Auch jetzt, wenn er uns führt, wenn Jesus Christus uns führt, dann ist es immer der Heilige Geist, immer der Heilige Geist. Er ist unser einziger Lehrer, unser einziger Führer, unser einziger Heiler, Therapeut, der alle falschen Gedanken in meinem Geist berichtigt, wenn ich sie ihm gebe, der einfach die Wahrheit sieht hinter allen Erscheinungen. Und sollten wir ihn nicht Dank sagen? Oh ja. Also lass uns heute dankbar sein. Ja. So steigen wir jetzt ein in unsere Lektion 215. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Frage an mich von Jesus Christus. Bist du glücklich? Wenn ich mir klar mache, dass ich die Ausdehnung von dir, Vater, bin, dass du mich in deinen Geist erhalten hast, in Geborgenheit, und dass du mir über den Heiligen Geist all diese heiligen Lektionen gegeben hast. Ja, dann bin ich dankbar und in dieser Dankbarkeit bin ich auch glücklich. Er fragt mich weiter, fühlst du das Einssein mit mir Jesus Christus? Ja. Ja, dann bin ich sofort, ach, jenseits von Raum und Zeit glücklich. Wo? Im Vater.
Ja, und dann kann ich vollen Herzens sagen, ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ja, und dann will ich alles, alles, alles in unsere Lektion, was nicht Liebe ist, was nicht vom Vater kommt, einfach durch den Leitgedanken, der heute ist, Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite, mich das alles fortleuchten. Ja, und ich wiederhole nochmal den letzten Absatz der Einleitung, wo Jesus sagt, ihm, dem Heiligen Geist, biete ich diese Wiederholung für dich an. Ich übergebe dich seiner Obhut. Also Jesus Christus und ich bin ja eins, wir sind gleich erschaffen. Und wir sind im Vater. Und er möchte mich durch den Heiligen Geist in diese Wirklichkeit, die ich bin, führen lassen. Ich übergebe dich seiner Obhut und lasse ihn dich lehren, was du tun, sagen und denken sollst. Jedes Mal, wenn du dich an ihn wendest, und das will ich tun. Er wird dir jedes Mal, wenn du ihn um Hilfe anrufst, zur Verfügung stehen. Also das ist er, der Heilige Geist, die Liebe, die reine Vernunft, ist unser sicherer Führer nach Hause. Das ist unser einziger Freund, den wir in der Welt der Dunkelheit haben, zusammen mit Jesus Christus. Diese führen uns nach Hause in die Wirklichkeit, die Herrlichkeit des Seins. Wir wollen ihm die ganze Wiederholung anbieten, die wir nun beginnen. Und lass uns auch nicht vergessen, wem sie gegeben wurde. Gott Vater selbst, denn es ist seine Stimme für ihn und für die Wahrheit. Wenn wir jeden Tag nun üben, zu dem Ziel, das er uns vorbestimmt hat, fortschreiten, indem wir ihn uns lehren lassen, wie wir gehen sollen und ihm voll und ganz vertrauen, der wahren Führung, der Liebe vertrauen, was die beste Art angeht, aus jeder Übungszeit eine Liebesgabe der Freiheit für die Welt zu machen. Ja, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ja, und jetzt die Lektion. Hier ist sie, 215. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin in der Liebe, in der Freude, ja. Lektion 195. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Der Heilige Geist ist mein einziger Führer, ja. Er geht mit mir in Liebe. Er ist die Liebe selbst. Und ich sage ihm Dank, dass er mir den Weg weist, den ich gehen soll. Ich sage ihm, dem Vater der Liebe, Dank, dass er mir den Weg weist, den ich gehen soll. Wunderbar. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Wie es mir jetzt geht, in diesem Augenblick, sagst du, ich merke, dass, obwohl ich diese herrlichen Gedanken denke, ich mich wieder in diesen Körper einsperre. Ich war noch nie in einem Körper, denn ich bin der Heilige Sohn Gottes selbst. Sofort Befreiung, sofort Freude. Ich kann nicht in einem Körper leben. Denn Gott hat mich erschaffen als Teil von sich. Ich bin die Liebe, die Freude, das ewige Glück. Ja, dann geht es mir sofort besser. Ich muss also diese Fehlidentifizierung in einem Körper zu leben gänzlich leugnen. Und darum gehe ich nochmal rein. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Dann verbinde ich mich mit meinem Heiligen Selbst. Ich verbinde mich mit Jesus Christus, der in meinem Geist ist. Und bin dankbar. Bin dankbar für den Führer, den du mir gegeben hast. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite.
Danke, danke, Vater, dass du mich erschaffen hast. Danke, dass ich dein Sohn bin. Danke, dass ich in dir lebe und nur in dir. Der Heilige Geist ist mein einziger Führer. Ist der Führer, die Stimme meines heiligen Selbstes. Er geht mit mir in Liebe. Er ist die Liebe selbst. Im Vater, das Heilige Selbst. Ich sage ihm, dem Heiligen Geist, Dank, dass er mir den Weg weist, den ich gehen soll. Dahin, wo ich in Wahrheit bin. Denn das bin ich und war ich immer. Das Heilige Selbst. Die Liebe, die Freude, das Glück, die Grenzenlosigkeit, die ganze Schöpfung, das Einssein mit allem, was lebt. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ja. Ja. Ja, Jesus, ich bin glücklich mit dir. Im Vater. Und trotzdem fühle ich den Körper. Jetzt gib den Körper, sagt Jesus, ganz an mich ab. Ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich übergebe dir, Jesus Christus, den Körper und die Kontrolle über das Ego. Er sagt mir, wenn du das nicht tust, mir vollkommen den Körper zur Kontrolle und das Ego übergeben, hast du überhaupt keine Chance. Keine Chance, aus dieser Welt, die du erfunden hast, die dir so wirklich erscheint, rauszukommen. Was brauchst du noch? Volle Hingabe an mein heiliges Selbst. Das ist Hingabe an dich. Richtig. Ja. Was noch? Das Vertrauen, dass Gott Vater mich erschaffen hat und dass ich ausschließlich im Vater lebe. Wie? Grenzenlos glücklich, heilig, vollkommen. Ich bin die Ausdehnung des Vaters. Ich lebe nur und nur und nur im Vater. Was noch? Und dass der Vater mir die gesamte Schöpfung anvertraut hat. Die ganze Schöpfung, dass der Vater sich mir hingegeben hat, mir seinem heiligen Sohn, dass der Vater die Totalität ist und ich als seine Ausdehnung die Totalität bin. Das grenzenlos glückliche Heilige Selbst, die ganze Schöpfung, die Ganzheit. Es gibt kein Wesen, das nicht Teil meines Geistes ist. Und wo bist du dann? Ausschließlich im Vater. Ich muss also den Sprung in den erleuchteten Geist machen. Mir klar machen, dass ich nie in einem Körper war, dass der Körper nur ein Lehr- und Lerninstrument ist, dass ich immer und immer im Vater geblieben bin, das Heilige Selbst. Danke, Vater, dass du mich erschaffen hast. Danke, dass ich immer in dir geblieben bin, bewahrt in deinen Liebesarm, in deinem Herzen, dass ich dein ewig geliebter heiliger Sohn bin. Danke, Vater, danke, Bruder. Nimm jetzt irgendeinen Bruder hinein. Das ist der Mechanismus. Leugne, dass du je in einem Körper gewesen bist. Richtig, ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Die ganze Zeit. Liebe ist der Weg, den ich in Gang Dankbarkeit beschreite. Geh dann in die Gegenwart. In die Stille. Ja, in das Sein. Zu mir, Jesus Christus. Ja. In die Ganzheit. Ich bin die Ganzheit. Ich bin die Ganzheit. Der Vater hat sich als Ganzes ausgedehnt zu mir. Ich bin die Ganzheit. Und jetzt nimm einen Bruder mit hinein. Irgendein Ganziger. In dieses Feld. Danke.
Danke, Vater, für jeden Bruder. Jeder Bruder ist mein Erlöser. Mit jedem Bruder bin ich eins in dir. Ja, ich fühle, dass das der Bruder mein Erlöser ist, Jesus. Und ich bin dankbar. Sei für alles dankbar. Danke, Vater, dass es dich gibt. Danke, Vater, dass du mich liebst. Danke, Vater, dass du mir die ganze Schöpfung anvertraut hast. Danke, Vater, dass du mich in deiner Liebe erhältst, dass ich in deinen Liebesarmen, in deinem Herzen geborgen bin. Danke. Ich danke für dich, den Vater des Lebens, den Vater der Liebe. Und ich sage Dank für alle meine Brüder, für die ganze Schöpfung. Lass uns einen Tag in tiefer Dankbarkeit verbringen. Bist du frei vom Körper, fragt mich Jesus. Das scheint eine Gewohnheit zu sein, dass ich mich immer wieder und immer wieder, was ich in der Vergangenheit so intensiv geübt habe, mich im Körper befinde. Wenn du jetzt dir selber sagst, das ist der große Irrtum. Da habe ich mich gekreuzigt und ich will mich nicht mehr verletzen. Im Körper zu leben ist der große Irrtum. Da habe ich mich und alle gekreuzigt, zu sterblichen Wesen gemacht. Ich will mich nicht mehr töten und verletzen. Und ich will niemanden töten und verletzen. Ich will dich, mein Bruder, als das heilige Selbst sehen, das wir alle miteinander teilen, vom Vater uns gegeben. Ich bin die Herrlichkeit des Vaters, des Sohn des Vaters selbst. Danke, Vater, danke, Vater. Ich bin die Gegenwart. Ich nehme deine Liebe, Vater, an und dass du mich in Liebe erhältst. In meiner Herrlichkeit und Ganzheit, in der Gegenwart. Ja, sehr viel erlösender, sehr viel befreiender. Der Körper kann mich nicht begrenzen. Ich bin im Vater geblieben. Nimm die Auferstehung an. Jetzt. In der Gegenwart. Ja, in der Gegenwart bin ich erlöst vom Körper. In der Gegenwart bin ich frei. Danke. Ja. Ich merke, wie sich alles dreht. Mir ist noch ganz schwindelig, aber es dreht sich. Es dreht sich. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Jetzt gebe ich mich mir selber hin. In dir, Bruder. Du bist mein Erlöser. In dir will ich die ganze Zeit sehen. Ich lasse los von der ganzen Vergangenheit. Ich wähle jetzt in diesem heiligen Augenblick die Auferstehung, das Leben. So bin ich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Erlöst von der Vergangenheit, damit vom Körper. Erlöst von der Geschichte. Ich nehme jetzt in diesem heiligen Augenblick eine neue Geburt in dir, Vater, an. Ja, danke, danke. Ja, jetzt bin ich frei. Jetzt bin ich frei. Er bittet mich noch einmal, nimm einen Bruder, den du hundertprozentig vertraust, dass er dich liebt, im Vater, und dass du ihn nie verlassen hast. Ja. Ja, ich nehme jetzt Berthold rein. Ja. Was fühlst du? Glückseligkeit. Ich fühle mich vollkommen im Vater. Eins mit diesem Bruder, eins mit dir, Jesus Christus. Und wo sind die anderen? Alle Wesen. Die sind alle eins mit mir, in mir. Und? Ach, ist das gut. Jetzt fühle ich mich erwacht.
mit allem. Das ist der Weg. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Ja, das ist der Weg. Puff. Und immer und immer und immer wieder geh diesen Weg. Verbinde dich mit mir, mit deinem heiligen Selbst. Nimm den Bruder mit rein, dem du voll vertraust. Und alle Brüder, jeden. Und sei erwacht im Vater. Wunderbar. Einen herrlichen Tag wünsche ich dir. Wir sind erwacht, wir sind geheilt, wir sind frei, Vater. Danke, danke, danke.